da so. Aber er hat leider keine Gewehr mehr. Ja, stimmt natürlich. Aber er hat eine Granate, die vielleicht treffen könnte. Nee, die kann aber nicht mit Sturm und Schuss benutzen. Ja, aber er muss ja nicht Sturm und Schuss machen, er kann auch einfach die Granate jetzt werfen. So. Sie könnte auch einfach mal kurz ausharren, während er hier draufklickt. Und dann den besiegt. Alle Transponder sind auf Sendung. Jetzt müssen sie nur noch das Antriebssystem des Zugs aktivieren. Aha. Drei Züge haben wir noch dafür, das schaffen wir auch noch. Drei? Ja, ja. Da siehst du es. Ja, okay. Da ist etwas davor, ja. Ich sehe nur die Hälfte des Bildschirms, also. Bla bla, bla 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 und schießen. Bla und Schuss. Ich glaube nicht, dass es trifft. Aber es. Was? Warum zielst du erst total daneben? Ich weiß es nicht. Ach, sie wollte so nur No-Scope-mäßig. Genau. Ja. Mal, so, dann soll ich schon mal vorne in den Zug reinrennen. Mit dem Typ. Ja, mit Baha. Ja, der könnte sich direkt hier hinstellen, theoretisch. Ja. Yes, sir. Yes, sir. Gut gemacht, Commander. So, ach ja, das bringt schon. Alle Transponder in Position und der Zug ist bereit, den Bahnhof zu verlassen. Wenn sich sein Weg mit dem des Schlachtschiffs kreuzt, werden die Aliens ihr blaues Wunder erleben. Wow. Wuhu. Endlich. Yay. Wir haben es geschafft und wir sind auch drin. Und das sieht sehr schön aus, der Zug. Und es kommt eine Filmsequenz vor allem. Ach so. Filmsequenz zu Ende und grauer Bildschirm. Yay! Und, mit irgendwas im Hintergrund, was man nicht erkennen kann. Ja, das war merkwürdig gerade, was das sein sollte. Aber ich finde auch, der war doch längst da drüber. Das heißt, die Transponder hätten schon reagieren müssen. Was steht da? Fühle an den Haken. Interessant. Erfolg. Auf Steam. Ja, Erfolg. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Das war sicherlich Dingensens... Ein Steam-Erfolg? Nein, das war sicherlich gerade das DLC hier Slingshot oder so. Vermute ich zumindest. Weiß ich nur nicht. Ach ja, befördert. Könnte sein, weil wir hatten ja kein Mate. Konditionierung, oh wow, du bist stark. Okay, biete zusätzlichen Gesundheit, abhängig von der angelegten Rüstung, schwere Rüstung, das ist größer der Bonus. Woo! Yay! Nochmal Konditionierung, ja klar, dass der Master Chief fett ist. Panzerbrechende Munition gegen Roboter, okay. Wir hatten letztes Mal. Einen zweiten Reflexschuss, das ist besser. Letztes Mal hatten wir Panzerdings, oder nee, beim anderen. Ja, nee, das war bei Dingensens, beim Präzisionstypen. Ja. Bei Garrus. Verteidiger Schön. Zwei Ingenieure, das ist super. Wir behalten sie im Auge. Ja, ich dich nicht. Naja, also okay, wirklich. Wir sehen dich noch nicht mal. Jedenfalls nicht deine wahre Identität. So, wir können jetzt ein Alien sein. Bauen. Wir können kein noch weiteres. Ich weiß es nicht. Nicht genug Geld, aber wir haben 30 Ingenieure übrigens. Oh. So. Oh. Heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch jetzt zum Spaß machen. Hilfreich, um die neuen Waffen und die Ausrüstung noch effektiver zu machen. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Wir haben schon die Gisserei, glaube ich, ne? Bauen wir. Nee, haben wir nicht. Machen wir aber sicher noch. Ja, wir können leider nicht so. Kein Forschungsnutzen. Ja, nochmal. Flugcomputer. Kein Forschungsnutzen. Tja, nicht erforscht. Es tut mir sehr leid, ich werde wahrscheinlich gleich was nicht erforschtes verkaufen müssen. Ja, nein. Warum? Warum müssen wir denn jetzt unbedingt irgendwas bauen? Ich wüsste einfach ganz gerne, weil so früh wie möglich das irgendwie. Wir hätten eine Mannleiche, ich glaube, da können wir 6 schon verkaufen und dann hätten wir genau 10 zu wenig. So, ich mache mal hier 15. Von nehmen wir mal einen weniger. Deswegen bei einen brauchen wir noch zum Erforschen. Schweberleichen, okay, Sektoidenleichen sind immer ganz reicht gut, erstmal, zu würde haben. Ich sagen. Fragmente sollte ich auch nicht verkaufen. Alles sauber auf den Anzeigen. Okay. Sehr schön. Na, abschließend, ne? Ja. Okay, dann hätten wir jetzt genug Knete rein, theoretisch, um noch ein Ding zu bauen. Oder wir bauen eine Gießerei, das ist natürlich auch möglich. So, hier hätten wir jetzt Satellitenkontrollzentrum. Satelliten-Nexus würden wir natürlich auch gerne haben. Wir glauben erstmal den Satelliten-Nexus. Das heißt, die Gießerei. 2 XCOM-Satelliten, Verbundsplus bis 1 zusätzlich. Nein, ich glaube, wir brauchen einen Satelliten-Nexus. Für je 2 aneinandergrenzende Kontrollzentren. Okay, geh mal zum Nexus. Was? Heißt, das haben wir 1, 2, heißt, wir haben 4 Satelliten hiervon. Und der Nexus bringt uns, wenn wir das machen würden, 4 XCOM-Satelliten, heißt, wir hätten 6 Satelliten dadurch, durch den hier. Das heißt, für jedes direkt. Nicht für 2, das heißt, wir haben ein mehr. Wieso für 2? 2? Achso, was? Keine Ahnung. Nein, so, also ich würde sagen, übrigens, dass wir die Gießerei jetzt bauen. Das würde dann bedeuten, ich guck mal kurz ins Lagezentrum, 4 Satelliten. Wir kriegen ja jetzt. Wir haben jetzt. Wir kriegen jetzt. Wir bekommen jetzt. Wie viele Satelliten sind noch auf dem Weg? 2 Satelliten.
Okay. Hm. Ja, ja gut, Satelliten. Egal. Das, dann machen wir erstmal die Gießerei. Hast du, glaube ich, recht? Nein, wir können noch einen Satelliten, glaube ich, kaufen. Wir kaufen mal noch einen Satelliten. Ich bin mir nicht sicher. Satellit herstellen? Ja. Ah ja, können wir sogar. Ein. Ist ja nicht 58 kostet. Aber dann können wir leider keine Gießerei mehr bauen. Glaube ich. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Dann gucken wir mal. Einrichtung bauen? Nicht dort, ja, irgendwo dort, ja. Ja, würde ich eigentlich am liebsten hier hinten bauen. Aber das noch. Ja, kann man einen Tag noch einen Tag, dann warten wir nochmal. Okay, dann. Gehen wir zum Dings. Ja. Okay. Nö. Ah ja. Danke sehr. Das ist ja jetzt richtig lieb von dir. Ja, bla. Klar machen zum Entern. Das gehackte Signal sendet das Startschiff der Ausführung, ist verwundbar. Verwundbar, ja. Es ist Zeit zurückzuschlagen. Das ist aber gar kein richtiges Deutsch, oder? Das gehackte Signal sendet, das Schlachtschiff der Außerirdischen ist verwundbar. Doch, sendet das... Ja. Das, oder? Verwundbar ist... Ach ja, also. Oder die sind... Naja, da ist ein Doppelpunkt. Das gesendete, da muss ein Doppelpunkt sein und dann... Ach ja, also. Wahrscheinlich ein Doppelpunkt, ja. Aber ich habe keine Ahnung von Deutsch. Insofern sollten wir uns darüber nicht... Doch, ich würde mich darüber nicht aufregen, weil ich keine Ahnung... Falsches Englisch war das, ja. Es war falsches Englisch. Wen haben wir denn jetzt alles? Wir müssen eine Unterstützung raus. Ich brauch keinen. Wieso? Wir haben doch eine Unterstützung nur mit. Ja, wir hatten doch zwei mit. Nein, hatten wir nicht. Doch. Nein, wir hatten nur zwei Medics. Also Medipacks. Achso. Na hä, wir hatten noch zwei Unterstützung. Dagran könnten wir mitnehmen. Oder Jim Raynor. Wir brauchen einen Scharfschützen. Dagran müssen wir. Aber Dagran ist noch ein scheiß Scharfschützen. Ist egal, wir müssen trotzdem ungern mit. Ja, wir müssen aber lieber einen Sturm mitnehmen. Ich würde lieber einen Sturm mitnehmen. Wir müssen aber auf, Mervin, oder können wir wieder tolle Witze machen? Jens Hansen. Sarah Kerrigan 2! Nein! Sarah Kerrigan 2! Nein! So. Bewaffnung, ich weiß gar nicht, was du immer hast. Du kriegst manchmal so Anfälle. Nein! Du weißt ganz genau, dass ich das nicht mag. So. Die sieht überhaupt nicht nach Sarah Kerrigan aus. Ich muss sie mal kurz bearbeiten. Drei Sekunden. Ich muss mal kurz die Ethnie wechseln. Ja. So. Ja. Und jetzt machen wir hier mal. Unterschied von Tag und Nacht. Das Gesicht. Sieht auch nicht nach Sarah Kerrigan aus. Egal. Ich hab keine Ahnung. Gibt's hier noch... Ja, ich weiß, dass du keine Ahnung hast. Deswegen frage ich dich ja auch nicht. Schon mal dran gedacht? So. Das war das. Das sieht vielleicht ein bisschen mehr aus. Aha. Sarah Kerrigan eigentlich gar nicht, aber egal. So. Ein Medikit haben wir mit. Also mal drei sozusagen. Das ist gut. Double Down. Werde ich mal kurz verändern. Individualisieren. Spitzname. Wie heißt sie denn? Du weißt ganz genau, was ich sagen würde. Nein, aber der Name ist scheiße. Der ist besser als der, den du hattest. Das ist alles scheiße. Aber deiner ist 30 Millionen Mal schlechter als alles, was jemals auf der Welt existiert hätte. Nein. Meiner ist besser als der iPhone auf jeden Fall. Ja. Okay, wie nennen wir sie denn mal? Musst du nicht. Ich versuche mich gerade an der Story ein bisschen zurückzuerinnern, ob es irgendwas Interessantes gab, was man hier so an Kragen klatschen könnte. Geld. Ich weiß noch nicht mal, was da los war. Keine Ahnung. Na, der erinnert sich immer nur so an die ersten 3-4 Szenen. Das ist so dämlich. Und das weißt du, was doof ist? Dass ach ja. Vielleicht weiß der eine oder andere, was ich damit meine. Also ich weiß noch nicht mal. Was zur Hölle? Ja, manche Leute, die vielleicht ganz genau zugeschaut haben, die wissen das. Ich nicht. Das war so eine lustige Szene, die ihr euch sicher gerne mal im Last Story LP angucken könnt. Wirklich. Wenn ihr das wissen wollt, warum es daran ging, dann guckt euch das an. Wir haben Shepard, glaube ich, nicht mehr im Squad gerade. Heißt, wir müssen noch irgendwann mal eine Shepard hinzufügen. Ich glaube, ich füge meine Shepard hinzu. Vielleicht haben wir schon eine Shepard, ich weiß nicht. Nee, wir haben. Haben wir? Shepard? Nein, wir haben noch keinen Shepard. Insofern muss. Shepard noch hier rein. Jens Hansen, Ahmed. Ich glaube, Faye könnte noch einen. Nee. Ja, das ist eine Frau. Ganz klar. Obwohl er Faye heißt. Ja. Ahmed Haddad. Das reimt sich nämlich auf einen gewissen Satz. Ich will mehr Frauen. Tja. Okay, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ach, guck mal, er war der Unterstützungstyp, den du gesehen hattest. Ah, ja, okay. Aha. So, okay, dann will ich einfach noch mal Einheit mitnehmen, ja. Samus! Und ich glaube, wir starten einfach mal mit diesem Squad, das wir jetzt hier so schön zusammengestellt haben. Als ob es dich irgendwie interessieren würde. Was? Egal, vergiss es. So, wir fliegen nach wo? Nach Hongkong? Nein, nach Indien. Nee, auch nicht. Irgendwo nach China.
Es könnte Hongkong sein. Hongkong, ja, da liegt Hongkong, klar. Ja. Das ist, glaube ich, eher Peking oder nicht Peking. Peking liegt irgendwo ganz am Rand. Das verdammt, ist so hier, wie heißt das? Shuangshuangshuang. Was Himalaya-Gebirge. Ich kam gerade nicht auf. Das Himalaya ist dort? Ja, das ist Ich bin wieder so gut in Geo. Verdammt, was liegt im Himalaya-Gebirge? Egal, was soll's. Ach, ich weiß, was du meinst. Ja, eine Stadt halt. Ja. Juhu. Okay, da komme ich wahrscheinlich. Episch. Also in zwei Parts werdet ihr merken, dass ich einfach so ein Wort sage. Landen wollen, müssen wir zunächst die Energieleitungen auf seiner Außenhaut deaktivieren. Keine Ahnung, was uns da oben genau erwartet, aber wir sollten uns auf heftigen Widerstand der Alien-Besatzung des Schiffes gefasst machen. Nee. Wie er gerade einfach so überdeutlich spricht. Neues hier erhalten. Wir sollten uns auf eine mögliche, auf einen möglichen Widerstand der Aliens vorbereiten. Ich bin Chinese. Ich glaube, wir gehen einfach mal mit ihm hier hin. Wir können Sturm und Schuss mit ihm machen. Einfach nee, ich möchte irgendjemanden vorschicken, der rennen kann. Also, die können alle nicht rennen, das ist ja doof. Gut, dann müssen wir wohl Sturm und Schuss mit ihm machen. Okay. Jetzt, oh Gott, immer du mit deinem völlig unangebrachten Kommentaren manchmal. Was für unangebrachte Kommentare? Was meinst du bloß? Oh, das ist ja gar nichts. War klar. Lucky, Lucky, das ist nichts. Das ist gut. Deswegen, weil das heißt, dass wir uns halbwegs unbesorgt hier durch die Gegend bewegen dürfen. Der kann sich nicht mehr bewegen, ne? So. Sicher wäre erstmal noch nach vorne dran mit. Und, ah, wir haben Garrus nicht mit! Ah, wir haben es ja, der ist verwundet. Mit dem Herzen wehtut. Ja, der hat so ja stimmt, der hat gerade seinen Schuss ins Gesicht. Wir hätten noch eine Verteidigernadel geben können. Er dann, achso, ja klar, wir hätten noch eine Nadel verteilen können. Wir hätten noch jemanden eine Nadel in die Brust stechen können. Das ist ganz dann, dadurch wird er stärker natürlich, ist logisch. Ich meine, er muss den Schmerz, ja genau, aushalten und dann könnte ein anderer Schmerz übertönt werden. Hat. So. Bitte niemanden entdecken! Ah, okay. Was, warum nicht? Deswegen, weil ich nicht will, dass wir irgendjemanden jetzt schon den Zug erlauben, sozusagen. Weil die ja dann aktiv werden dürfen. Also wirklich? Ist doch egal. Ja klar, total egal. Wenn man verlieren will. Ja, ich möchte verlieren. Wirklich da in die Mitte. Okay, natürlich. Jetzt muss sie nur als erstes da raus, das ist natürlich doof, aber soll's. Uns wird verstärkte X-Ray-Aktivität in diesem Gebiet gemeldet. Wieso X-Ray eigentlich? Ja, X-Ray-Aktivität. Die scannen, oder was? What? Oh, sweet. Warum sehen wir den? Ich hab keine Ahnung. Hä? Ja, das ist ja sehr lustig. Vor allem, der hat einen Feldposten und wir wissen nicht, wo der ist, im Endeffekt. Sehr aha geil. Ja. So, wir müssen irgendwo hin, wo er schießen können. On the moon. Oh, schön. Guck mal, wie die da stehen. Da können wir die richtig schön absnipen von da oben. Okay. Da freut man sich richtig drüber, wenn es mal solche Situationen gibt. Die Leitungen auf der Außenhaut sind Teil der Energieversorgung des Schlachtschiffs. Wenn wir die Leitungen deaktivieren oder sie mit Sprengstoff zerstören können, sollte das Schiff außer Gefecht setzen und es uns ermöglichen, seiner Fracht habhaft zu werden, ohne Materialschäden zu riskieren. Aha. Ich bin motiviert. Motivation. Unglaublich. So, wir müssen mit ihr unbedingt hier irgendwo hinten in Deckung und den Weg da vorne freimachen. Dann schießt sie, glaube ich, mal auf den Typen, der da ist, weil sie übernimmt dann auf der anderen Seite ja, den, ja. Ne? Also unsere andere sie. Wow. Oh, wow. Schön. Aber 3 Schaden hat genau gesessen, also ja, weniger also jetzt nicht sein dürfen. Ja, genau. 93%, 7 Schaden, na komm, stirb. Was, hast du getroffen? Ich habe auch gedacht, du schießt irgendwo nach oben. 10 kritisch. Also, das hätte schon ein bisschen weniger sein können. Du musst dich immer gleich übertreiben. Ne? Ich glaube, das war Sir Ren, ne? Ja, das war Sir Ren. Nachher. Sirene heißt sie ja eigentlich jetzt bei uns. Deswegen, weil wir dürfen eigentlich immer Sir Ren sagen. Ich sag trotzdem immer Sir Ren. Das kannst du dir getrost sonst wo hinstecken. Ich mag aber Sir Ren am besten, ja. Damals hast du dich noch drüber beschwert. Ja, aber es ist einfach so schön dumm. So, dumm, das ist das Wort. Mhm. Das Wort des Abends. Es ist Abend. Oder des Tages, je nachdem, wann ihr diese Folge schaut. So, sie kann sich ja nochmal hier neben irgendwo setzen. Wir haben wieder 2 schwere Leute mit. Das gefällt mir zwar nicht so, aber egal. Stimmt. Weil die haben beide nicht die neuen aufgewerteten Waffen. Die erforscht auch. Bin ich denn an Amigo? Was erforscht ihr eigentlich? Ich bin der Boss hier. Laut Aufklärung sind Feinde im Anmarsch. Ja, ach nee. 6. Ich hoffe mal nicht, dass es 6 Züge heißt. Nee, das sind Stromleitungen. Ja, aber bitte nicht 6 Züge. 6 Zügen, 6 Stromleitungen oder so.
Auf das stehe ich jetzt nicht unbedingt. Also ja, jetzt hört mal auf mit eurem scheiß Feldposten überall. Das ist ja ein Witz, was da runterkommt. Das Aufgebot. Ja, die können schon schießen. Kerrigan, du kriegst sie doch platt. Du kannst auch mit einer Sniper umgehen, also auch mit dem Ding hier. Ja, guck mal, sie ist Sniper von Beruf, hoffentlich wird sie wirklich Sniper. Nee, weil dann sie muss sie ja schimpft ja wieder. Natürlich habe ich verstanden, was sie gesagt hat. Was denkst du denn, dass ich Spanisch oder was? So, du hast schon Reflexe, löst den. Nee, sie löst den nicht aus, natürlich. Aber sie trifft den. Sie kann ihn treffen, das ist geil. 27% nachkommen, egal. Ist das nix? Ja, vor allem mit dem Ding natürlich. Diese Logik. Ja, jetzt red ich nicht jede Seite da auf. Ich kann dir nur mal sagen, was du alles nicht machen sollst. Ja, ja. Sag doch mal irgendwas, wo ich sagen kann, das kannst du machen. Reden? Nee, ich glaube nicht. So, Feuer. 47%, na gut, das geht. Oh ja, bitte. Schön. Das ist schön. Der Schatten hat sich gerade total umgedreht, keine Ahnung. So, sie kann er kann die Stromleitung ausschalten. Ich war gerade in Gedanken bei Kerrigan. Und jetzt bist du vergiftet. Nicht okay, er ist nicht vergiftet. Doch, vielleicht nächste Runde erst. Nee, er ist nicht vergiftet. Siehst du doch. Na, vielleicht. Normalerweise stinken die dann so. Ich weiß nicht, was sie gerade getan haben, aber sie haben anscheinend in ein Wespennest gestochen. Oh. Die Aliens werfen alles, was sie haben, in die Schlacht, um dieses Schiff zu schützen. Oh, danke. Das ist schön, da kriege ich XP für, das freut mich. Und Waffen. Was werfen sie denn in die Schlacht rein? Granaten. Okay. Birnen, Äpfel. Aber Alien-Äpfel. Eier. Alien-Birnen. Ja, genau, die explodieren, wenn man sie isst. Toll! Da würde ich sie natürlich sofort essen. So, wir können eigentlich jetzt mal nur unsere Soldaten so aufstellen, dass sie halbwegs gesichert sind. Natürlich dämlich, weil, dass ich die alle unten irgendwo positioniere, weil die eigentlich gegen jeden Angriff besser gewappnet sind, wenn sie oben stehen. Alte Infanteristenregel, von oben schießt man mal leichter runter. Ach. Ja. Ja, es stimmt schon. Ein aktueller Aufklärungsbericht besagt, dass Feinde sich ihrer Position nähern. Wo sind denn die Aufklärungstruppen eigentlich? Was sind denn die Aufklärungsberichte überhaupt? Ja, auch das. Ich möchte die gerne einsehen, bevor ich dem glaube. Übrigens ist es auch schön, dass im Hintergrund die ganze Stadt immer lang geflogen wird. Ja, guck mal, der Feldpost ist da oben auch schön. Siehst du diese Hochhäuser im Hintergrund? Ich sehe es. Der Rest ist grau. Ja, stimmt, da hinten. Oh. Ist mal ein richtig schöner Hintergrund. Oh. Ich frage mich, ob der sich wiederholt oder ob der wirklich 50 neu gerendert Jahre. Guck mal, da ist YouTube-Werbung. Ja, so ein bisschen. Was? Wirklich? Nein. Eigentlich nicht. Hm. Wäre jetzt geil, wenn da irgendwie Total Biscuit oder irgendwie sowas dran stände. Natürlich. Du hättest Sturm und Stuss machen können. Sturm und Stuss. Bin ich auch ganz dafür. Du kannst einfach so besiegen. Ja, ich wollte erstmal gucken, ob irgendjemand treffen kann. Und anscheinend kann ja jemand treffen. Oh, yeah. Sie einfach alles in die Schlacht werfen, aber trotzdem nicht mal eine Schlacht werfen. Ja, sie werfen ein Alien in die Schlacht. Unglaublich. Das ist alles, was sie haben. Und jetzt kriegen wir. Nee. Doch. So. Jetzt endlich mal diesen Teleporter-Dings. Diesen Super-Jump. Den haben wir noch nicht gesehen in dem Let's Play. Super-Jump. Der Maggot-Jump. Aber kennen wir die Karte nicht irgendwoher? Nee. Nein, das, wie gesagt, jetzt. Wir hatten auch noch nie sowas mit so einem Ding hier in der Mitte. Also komm. Ja, jetzt, aber sie ist modifizierte alte lächerlich. Karte hier, ja. Dieser Raum sieht ähnlich aus wie einer, den wir schon mal hatten, da hast du recht. Aber er ist nicht der Raum, den wir da schon mal hatten. Der sieht aber nur ähnlich aus. Vielleicht ist er ein bisschen recycelt worden, kann ja sein. Er ist ein bisschen recycelt worden, ja. Jetzt würde ich aber gerne hier hinten erstmal checken. Aber der wird niemand sein. Ach nee, da kann man auch gar nicht durch. Ja, anscheinend ist er sogar wirklich recycelt, weil hier ist normalerweise, kann man noch überall lang. Ja. Insofern, weil da ist jetzt Ende. Ja gut, dann bist du wahrscheinlich recht da mit deiner Recyclingstechnologie. Technologie natürlich. Theorie. Ich meine, ja, es ist klar, dass ich recht habe. Wie die auch wissen, wie das funktioniert, von wegen, dass man da hochspringen kann. Stimmt. Die sind richtig ausgebildet. Die für Alien-Technologie. Proben so einen Kram. Also die kriegen ganz viel Kram vorgesetzt, wo die dann sagen sollen, wozu es nützlich sein könnte. Ja. In ihrer Ausbildung. Das ist sozusagen der eigentliche Inhalt ihrer Ausbildung als Soldaten. Ja. Ein Alien! Oh, episch. Was? Wie kann er denn? Wir haben den noch nicht entdeckt oder so. Ja gut, egal. Doch, den haben wir schon mal gesehen. Das war der wahrscheinlich auf der Landeplattform gelandet ist. Bist du sehr sicher? Kann doch sein. Ich bin mir nicht sehr sicher. Der ganze ist am Anfang auf der Landeplattform gelandet. Das ist die einzig logische Erklärung. So, okay. Wenn er sich hier oben hin bewegen kann, sie nicht mehr sehen. Heißt, ich schieße einfach von da. 100% na gut, da bin ich aber nicht davon überzeugt. Ja, sie trifft nicht. Na klar. Ja. Kommen wir hier oben irgendwo ran? Ja, Sprint, du hast Stummen Schuss immer noch. Oder ganz gerne da oben hin, erstmal gucken. Nein, wieso Stummen Schuss? Deswegen Stummen Schuss. Wieso denn? Aber jetzt ist doch wurscht, die rennen doch sowieso weg. Der ist der Next Generator. Haben wir noch genug Leute? Nein.
Jetzt war eine Frage, haben wir noch Leute? Ja, eben. Nein. Ja, gut. So, wir könnten einen Feldposten machen. Machen wir auch. Sie könnte hier auch mal einen Feldposten positionieren. Wusch.